Wir haben uns gerade etwas überlegt, und zwar im Thaleskreis. Ein rechtwinkliges Dreieck zu konstruieren ist ja nicht schwer. Wir wissen, wir brauchen einen Durchmesser genau durch die Mitte des Kreises, und von da aus kann man dann, egal auf welchem Punkt des Halbkreises oder auf dem unteren, ist egal, ein rechtwinkliges Dreieck immer konstruieren. Aber unseres soll ein Seitenverhältnis von 3 zu 4 zu 5 haben. Mal sehen, ob uns das gelingt. Ich gebe mal folgenden Tipp. Hier habe ich meinen Kreis. Hier im oberen Bereich möchte ich gerne so ein Dreieck haben. Und ich gebe nochmal den Tipp, ich zeichne mal von hier eine Hilfslinie und dann mache ich was damit. Gut, genau, der Trick besteht darin, ich zeichne mir eine Hilfslinie, egal wo ich die hinmale, aber wenn ich hier oben das Dreieck haben möchte, ist die untere in diesem Fall besser. Und teile die ruhig mit dem Lineal in ungefähr 5 gleich große Teile. 1, 2, 3, 4, 5. Dann verbinde ich alles als Hilfslinien. Ne? Ich mache das jetzt mal in Grau. Verbinde ich die äußerste Linie, verschiebe die parallel, verschiebe die parallel, verschiebe die parallel, verschiebe die parallel. Dann habe ich hier, kann ich davon ausgehen, dass ich hier wirklich entsprechend eine Strecke in 5 Teile geteilt habe. Wie geht es dann weiter? Das heißt, wenn ich jetzt zufälligerweise, Zufall, wenn das hier zum Beispiel 1 cm ist und das auch und so weiter, dann muss die nächste Seite genau 3 cm lang sein. Aber ich weiß ja nicht, ob das genau 1 cm ist, sondern das ist irgendwas hier. Irgendwas. Aber ich habe es genau in 5 Teile geteilt. Wenn diese Strecken hier irgendwie gestimmt haben, ist mir ganz egal. Das ist kein Problem. Ich habe hier ganz beliebige Streckenlängen. Und ich möchte ein Dreieck, was dann hier 3 Streckenlängen hat und hier 4 Streckenlängen. Wie mache ich das? So, also nochmal dieses Streckenteilungsverfahren, das haben wir hier angewandt. Ich kann das so machen. Jetzt ist es schwer zu zeigen. Ich steche hier ein, nehme mir ungefähr ein Fünftel, mache auf meiner roten Hilfslinie lauter Fünftelschritte. Ich steche dann immer hier ein, mache dann hier den nächsten, ne? Hier einstechen, hier den nächsten, hier einstechen, hier den nächsten, hier einstechen, hier den nächsten, hier einstechen, hier den nächsten. Jetzt habe ich 5. Jetzt wird das mit Grau der Endpunkt mit dem Endpunkt verbunden. Und diese graue Linie, die wird hierher parallel verschoben und so weiter und so fort. Dann mache ich mir hier diese Punkte. Dann habe ich hier meinen Durchmesser in 5 Teile eingeteilt. Egal, wie groß der Durchmesser ist. Komplett egal. So, wenn ich das habe, jetzt geht's los. Jetzt nehme ich den Zirkel, mache ich mal in grün, steche hier ein, gehe bis zur 1, 2, 3, 4. bis hierher. Und mache einen Kreisbogen und mache mir hier einen Schnittpunkt. Und jetzt müsste ich eigentlich schon sicher sein, denn wenn ich jetzt mache ich es mal in hellgrün, wenn ich jetzt hier wieder einsteche und 1, 2, den dritten nehme und aber von hier aus meinen anderen, nämlich die Dreierstrecke abtrage, dann habe ich hier 3 Längeneinheiten, hier habe ich meine 4 Längeneinheiten, wenn ich 4 Längeneinheiten, egal wie lang die Längeneinheit ist, und hier 3 Längeneinheiten, und dann müsste es geklappt haben. Wenn ich richtig sauber gemalt habe, liegt dieser Schnittpunkt von grün und hellgrün genau auf dem Thaleskreis. Und ich habe das geforderte Dreieck. Denn das hier sind insgesamt 5 Längeneinheiten. Egal wie lang die Längeneinheit ist. Nächste Übung. Wir nehmen uns wieder einen Kreis. So. Oh, naja, schön ist er nicht. Moment, ich mache den mal besser. Jetzt habe ich den Kreis besser. Nächste Aufgabe, und zwar einen Thaleskreis bitte, der folgende Eigenschaften hat. Also ein rechtwinkliges Dreieck im Thaleskreis. Also ein rechtwinkliges Dreieck im Thaleskreis. Ist Quatsch, ne? Okay. Also ein rechtwinkliges Dreieck im Thaleskreis, welches, ja. Die Basislinie, nämlich die Hypotenuse, hier die durch den Durchmesser geht, Basislinie 6 Längeneinheiten hat. Und dann versucht mal 6, 1, und dann werden wir mal sehen, wie lang das andere ist. Basislinie ist 6, dann eine Kathete ist 1, und dann mal sehen. Gesucht ist also Länge der dritten Seite, also der zweiten Kathete. Nochmal, ich wiederhole. Also,
Wir möchten ein rechtwinkliges Dreieck im Thaleskreis malen. Achtung, das ist keine erlaubte Abkürzung, das war jetzt Blödsinn. Die Basislinie, das heißt die Hypotenuse, die längste Seite in dem rechten Winkel gegenüber, ist 6 Längeneinheiten. Ich schreibe mal LE dahinter. Eine Kathete ist eine Längeneinheit, also eine von den anderen beiden Seiten. Und wir sind mal gespannt, wie lang ist die Länge der dritten Seite. Mal sehen. Macht mal, konstruiert mal wieder so ein entsprechendes Ding. Jetzt brauchen wir eine Hilfslinie. Hilfslinie heißt also wieder von einem der beiden Punkte, am besten im unteren Bereich. Das macht sie mal am besten. Und auf der Hilfslinie tragen wir in aller Ruhe ab 6 Längeneinheiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zufälligerweise hier. Jetzt verbinden wir die äußerste Begrenzung mit unserem Einteil, mit unserem Kreuzungspunkt, Durchmesser und Kreis. Und verschieben diese Linie hier, also diese hier, die verschieben wir jetzt parallel und machen uns unsere Hilfslinien. Also, hier wieder immer schön parallel. Ich kann das natürlich jetzt nicht ganz so schick machen. Und wir haben unsere Strecke geteilt. Hier lauter Teilpunkte. Wunderbar. So, jetzt haben wir 6. Mal sehen, wie es weitergeht, wie weit ihr da hinkommt. Achtung, okay, ja. Jetzt haben wir gesagt, gut, dann ergibt sich also von hier bis hier in die Zirkelspanne genommen, am besten gleich hier dieses Dreieck. Ich kann das auch hier einstechen und hier machen, das ist egal. Dann habe ich also hier die eine Kathete, sagt man dazu nebenbei gesagt, und hier die andere. Und die, wenn ich die vergleiche, diese hier, Moment, also diese dritte Seite, dann ist die zeichnerisch 6, und ein bisschen Längeneinheiten, ne? Die ist also fast gleich. Aber, ja, ist sie 6, und ein bisschen oder ist sie 5,8 und ein bisschen oder 9 und ein bisschen? Was muss mit der dritten Seite sein? Ist die länger oder kürzer als diese Basislinie, die Hypotenuse? Wie muss sie sein? Kürzer, ne? Genau. Also, nochmal gucken und nebenbei kontrolliert mal, ob das ein rechter Winkel ist hier, ob das geklappt hat. Dritte Aufgabe, ich mache das mal in braun und zwar, die Basislinie, die lassen wir wieder, 6 Längeneinheiten, also hier, das bleibt so, also gegeben, 6 LE ist gleich Hypotenuse, ich schreibe mal das Wort hin, dann wirst du das nebenbei. Hypotenuse und gesucht. Achso, halt, noch was. Es ist noch was gegeben und zwar, wir nehmen mal 4 Längeneinheiten, ist eine von den anderen Seiten, das heißt also von den Katheten. Erste Kathete. So, und jetzt gesucht ist, wie lang ist die zweite Kathete? Da bin ich mal gespannt. So, jetzt stechen wir mal hier ein, in diesem Fall, wir nehmen 1, 2, 3, 4. Und machen hier einen Kreisbogen, verbinden und jetzt muss sich ja automatisch wieder ein rechter Winkel ergeben und wir haben dieses Dreieck. Hier muss der rechte Winkel sein und diese, das waren 4 Längeneinheiten und ungefähr abgemessen und mit der verglichen sollten das rund 4,5 Längeneinheiten sein. Na jetzt bin ich mal gespannt. Lasst uns mal schnell ein Experiment machen und zwar das Ausrechnen. Erinnert euch nochmal ans letzte Mal. Erinnert euch ans letzte Mal, da hat man gesagt, das ist hier C² ist gleich A² plus B². Das heißt also, C war die längste Seite. C ist immer die, die dem rechten Winkel gegenüber liegt. Und die anderen beiden heißen A und B. Das ist jetzt aber nur ein Experiment, sowas muss man jetzt noch nicht wissen in der siebten. Und jetzt probieren wir es mal aus. C² waren 6 Längeneinheiten. Zum Quadrat sind 36 Längeneinheiten zum Quadrat. Soll. A hatten wir, 4 mal 4 ist 16 Längeneinheiten zum Quadrat. Und jetzt kommt die große Frage. Sind 4,5 Längeneinheiten zum Quadrat? Sind das wirklich das hier? Sind das wirklich 20 Quadratlängeneinheiten?
Probiert's mal aus. Tippt mal ein, 4,5 mal 4,5. Macht mal. Naja, 20 Längeneinheiten zum Quadrat, ne? Ein bisschen knapp. Dann stimmen die 4,5 nicht ganz genau, vielleicht sind es 4,4. Wir haben nämlich gerade ausgerechnet, 4,5 mal 4,5 ergibt 20,25. Naja, gar nicht mal so falsch, ne? Nicht schlecht gemalt, also haben wir da eine Möglichkeit, auch in dieser Art Dreiecke zu konstruieren. Liebe Leute, das war ein Trick. Wir machen an der nächsten Stelle dann weiter hier. Üben noch ein paar Dinge, das zum Thaleskreis für heute. Ich schließe das Video ab. Also, dann schönen Feierabend.